Manchmal, wenn jemand stirbt, sucht sein Geist woanders Unterschlupf. Und manche Menschen haben genügend Platz in ihrem Innern, um ein schützendes Versteck zu bieten. Ja, und damit moin und herzlich willkommen zu dieser Buchrezension. Heute möchte ich euch folgendes Buch vorstellen: Schattengeister von Frances Hardinge. Ich habe dieses Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen, und zwar vom Verlag Freies Geistesleben. Ich habe dieses Schmuckstück gesehen und natürlich hat es erstmal durch sein Äußeres Eindruck gemacht. Ich finde, es ist einer der hübschesten Bücher in meinem Regal. Und als ich dann den Klappentext gelesen habe, um zu schauen, worum es denn bei diesem Schmuckstück geht, war ich auch gleich interessiert und fasziniert. Hierbei handelt es sich nämlich um einen historischen Fantasy-Gruselroman. Und wir befinden uns hier nämlich im, ich glaube, 17. Jahrhundert, genau, im 17. Jahrhundert in England zu Zeit des Bürgerkriegs. Und wir treffen auf Makepeace. Makepeace ist ein Mädchen, das mit ihrer Mutter aufwächst, die mit ihrer rauen und sehr strengen Art versucht, ihr Mädchen zu beschützen, denn Makepeace hat eine besondere Gabe. Sie kann nämlich Geister wahrnehmen, Geister von verstorbenen Menschen, die sich nach dem Leben sehen, nach Körperlichkeit sehen, und sie merken halt, dass Makepeace diese Gabe hat, sie aufzunehmen in sich, und deswegen bedrängen sie diese Geister immer sehr. Aber sie hat gelernt, mit Hilfe ihrer Mutter, mit wirklich sehr rabiaten Vorgehensweisen, sich von diesen Geistern abzutrennen, sich zu wehren. Und das gelingt auch ihr alles ganz gut, obwohl sie dennoch sehr viel Angst vor diesen Geistern hat, bis irgendwann in einer sehr emotionalen Situation ein Geist in sie hineinfährt. Allerdings kein menschlicher, sondern ein animalischer, tierischer Geist, und zwar von einem Tanzbären. Und nun muss sie forthin mit diesem animalischen und wilden Geist in sich, der auch ja ihr Verhalten und ihr Denkweise sehr beeinflussen, nun damit leben. Allerdings ist es für sie sogar ja ein, ja, man könnte sagen, ein Freund und der einzige Freund, den sie in nächster Zeit haben wird, denn ihre Mutter stirbt und sie muss zu ihren Verwandten, zu den Vorfahren oder zur Familie ihres Vaters, ihres verstorbenen Vaters. Und diese Familie ist sehr, sehr einflussreich, und bald merkt sie, dass sie diese Gabe von dieser Familie bekommen hat oder vererbt bekommen hat, und dass diese Gabe auch etwas sehr, sehr Machtvolles und etwas sehr, sehr Gefährliches an sich hat, und dass diese Familie diese Gabe ausnutzt und Makepeace nun auch als ja, ausnutzen möchte für ihre Machenschaften. Was genau dahinter steckt, das möchte ich noch nicht erzählen. Es geht aber eben um diese Gabe, Geister wahrzunehmen, Geister auf sich oder in sich aufzunehmen. Und der Bär wird auch nicht der einzige bleiben, den sie in sich aufnimmt. Und ich finde gerade diese Idee, in seinen Kopf mehrere Geister, mehrere Seelen auf sich zu nehmen, aber derselbe Körper, denselben Körper zu haben, und wer ja, bewegt diesen Körper nun und wer spricht da, wird man manipuliert, und was für Ecken gibt es im Kopf, die man vielleicht selbst gar nicht betreten kann, wo kann man sich verstecken in den eigenen Kopf? Das fand ich sehr, sehr interessant und hat mir viel Spaß gemacht zu verfolgen, besonders wenn es nachher mehrere Geister mehrere Figuren in ihrem Kopf gibt, wie sie mit denen umgeht, während ihres Abenteuers in diesen Bürgerkriegszeiten, und wie es ihr helfen kann, aber wie es sie auch in Gefahren bringen kann. Und es sind halt ihr freundlich gesinnte und auch weniger freundlich gesinnte Figuren dabei. Ich muss aber sagen, dass mich auch diese politischen Intrigen und dieses Geschichtliche hier nicht so sehr interessiert hat. Das war manchmal so, ja, okay, kann es jetzt wieder weiter um Makepeace gehen, aber es hat sich Gott sei Dank noch im Rahmen gehalten. Sie wird in diesem großen Anwesen halt von dieser mächtigen Familie untergebracht und arbeitet zunächst dort in der Küche, freundet sich dort dann auch noch mit einem Jungen an, und sie versuchen immer wieder zu fliehen. Und irgendwann schaffen sie es auch, und sie, hat auch noch weitere Stationen in diesem Buch,
in einer größeren Stadt und kriegt dann immer mehr diesen Bürgerkrieg mit und das Elend und Krankheiten und so weiter und so fort. Also das Ganze ist schon sehr abenteuerlich, es hat schon etwas Historisches an sich, aber es hat natürlich auch diesen großen Fantasy-Einschlag. Hin und wieder ist es auch mal ein bisschen gruselig, aber ich finde, dass man es jetzt nicht so richtig als Gruselroman bezeichnen kann, weil ja, dafür ist es meines Erachtens jetzt nicht gruselig genug. Ich fand es am Anfang, hatte es was, wo sie dann auf den Friedhof von ihrer Mutter sozusagen in so ein, ja, in so ein, wie nennt man diese Gebäude auf dem Friedhof? Ich habe gerade einen Hänger. Jedenfalls dort eingesperrt wurde und damit sie dort die Nacht verbringt und sich lernt zu wehren. Das fand ich sehr, sehr gruselig. Aber ansonsten hält sich das Ganze auf jeden Fall in Grenzen und ich kann das allen empfehlen, die gerne historisch lesen, die gerne etwas über Geister lesen und aber es hat auch was Jugendliches an sich. Ich finde, das kann man ganz gut lesen, wenn man jetzt auch kein Horror- oder Gruselleser ist. Insgesamt hat mir das Buch wirklich gut gefallen, bis auf ein paar Szenen, die für mich so ein bisschen zäh waren und für mich noch ein bisschen runder hätten sein können. Aber da ich das Buch auch immer wieder beiseite gelegt habe für andere Bücher und das jetzt nicht mein Erstbuch immer war, kann es auch daran gelegen haben, dass sich so ein bisschen zieht, weil ich das im Laufe von mehreren Wochen wirklich immer mal wieder zur Hand genommen habe und zwischendrin andere Leserunden hatte, die ich dann vorgezogen habe. Da kann das Buch nichts für. Deswegen an sich eine schöne Geschichte. Ich würde dem Buch jetzt aber nicht mehr als 3,5 Sterne geben, um euch so eine kleine Einordnung zu geben. Aber die Optik hat natürlich volle 5 Sterne verdient. Ich finde auch die Aufmachung innen drin sehr schön. Es hat immer mal wieder so kleine Verschnörkelungen von den verschiedenen Abschnitten, die Magpies durchläuft. Und ja, der Umschlag ist natürlich einfach der Hammer. Viele Sachen, die man hier drauf sieht, findet man auch irgendwie wieder, besonders hier halt den Tanzbären. Einige habe ich jetzt nicht so entdeckt, zum Beispiel die Eule, den Schlüssel, aber es soll vielleicht auch einfach magisch wirken und das tut es auf jeden Fall.